Ich habe heute ganz besondere Ehre, meinem größten Comedy-Helden den Ehrenpreis der Goldenen Kamera zu überreichen, Jerry Lewis. Er ist für mich, also es war, als das ZDF anrief, hey, willst du Jerry Lewis den Preis überreichen? Saß ich natürlich erstmal so da und habe nachgedacht. Ich habe mich zurückerinnert an die Kindheit. Jerry Lewis war immer da, seitdem ich denken kann. Ich habe seine Filme gesehen. Meine Eltern haben mir immer erzählt, als ich ein Kind war, immer nachdem ich Jerry Lewis Filme gesehen habe, bin ich tagelang durchs Haus gelaufen, halt etwas anders. Es kommt manchmal. Und ich hab seinen Humor, ich habe es immer geliebt. Seine universelle Sprache der Comedy, sein Körper und seine Mimik waren quasi wie gelebte Sprechblasen. Und er hat uns immer mitgenommen auf eine Reise in seine Welt, Jerrys Welt. Die war schrill, die war schräg, die war dreist, hyperaktiv, außer Kontrolle, aber immer liebevoll und saulustig. Es ist für mich, heute hier zu stehen, es ist wirklich eine wahnsinnige Ehre. Jerry Lewis hat in seinen Filmen immer Loser dargestellt, scheinbar, aber er war immer mein Held. Er hat diese Verlierer gespielt, die irgendwie trottelig gegen die Tücken des Alltags angekämpft haben, aber wir haben uns alle wiedererkannt. Wir haben mitgelitten, mitgelacht, aber das ist nur eine Seite von Jerry Lewis. Er hat sich immer eingesetzt für die, die es nicht so leicht haben im Leben. Er engagiert sich seit Jahrzehnten für eine amerikanische Wohltätigkeitsorganisation, die sich für an Muskelschwäche leidende Kinder einsetzt. Er hält einmal im Jahr einen Telethon ab, das hat er erfunden, es ist ein Fernsehmarathon, eine 24-stündige Live-Sendung, Unterhaltungssendung, wo er Spenden sammelt. Und er hat mit dieser Sendung, seit er angefangen hat, die unglaubliche Summe von 1 Milliarde US-Dollar für Kinder gesammelt. Und Jerry Lewis ist für sein soziales Engagement 1977 für den Friedensnobelpreis nominiert worden. Das ist eine Ehre, die noch keinem anderen Unterhaltungskünstler zuteil wurde. Und ich werde noch vorlesen, was die Jury quasi dazu zu sagen hat. Die Hör zu sagt, an der Seite von Dean Martin wurde er zum Kinostar der 50er Jahre. Mit Filmen wie Der verrückte Professor setzte seine erfolgreiche Karriere solo fort und bewies zugleich sein enormes Regietalent. 20 Jahre später zeigte er sich in Filmen wie Arizona Dream und Funny Bones, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, auch als begnadeter Charakterdarsteller. Und ich sage, Jerry, thank you for making us laugh and touching our heart. You are the true king of comedy. Der Ehrenpreis der Goldenen Kamera geht an Jerry Lewis. Wir haben eine ganz besondere Überreicherin für die Goldene Kamera. Sie kennen sie sehr gut. Ladies and Gentlemen, Geraldine Chaplin.
Es ist eine große Ehre und ein Privileg für mich. Aber bevor ich Ihnen diesen Preis überreiche, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Mitte der 70er Jahre gab es eine Reihe mit Jerry Lewis-Filmen im Schweizer Fernsehen. Zu dieser Zeit war mein Vater am Ende seines Lebens, gebrechlich und schwach, hatte manchmal Schmerzen und war ein wenig zerstreut. Ich besuchte meine Eltern und am Abend vor meiner Abreise klopfte meine Mutter an die Tür und sagte, komm mit, das musst du sehen. Wir schlichen in die Bibliothek, wo mein Vater in seinem Sessel saß, gebannt vorm Fernseher. Er sah Hallo Page oder vielleicht der verrückte Professor und er schüttelte sich vor Lachen. Er sah so aufmerksam zu, dass er meine Mutter und mich gar nicht bemerkte. Er sah zu, lachte, tobte und rief, er ist lustig, verdammt. Er ist lustig, der Mistkerl. Es war wundervoll. Am nächsten Tag fuhr ich zurück nach Spanien und sah meinen Vater nie mehr wieder. Er starb an Weihnachten. Jerry Lewis, ich wollte Ihnen einfach danken. Für diesen Moment, für das Lachen, das Sie meinem Vater gegeben haben. Es ist mein letztes Bild von ihm. Und jetzt ist es mir eine große Ehre und ein großes Privileg, Ihnen den Ehrenpreis der Goldenen Kamera zu überreichen. I would love to be terribly funny tonight. Ich wäre gerne furchtbar witzig heute Abend. And throughout a comic career, we have moments when we must make choices. Aber im Laufe einer Karriere als Komiker gibt es Momente, in denen man sich entscheiden muss, es zu tun oder es nicht zu tun. The choice I must make tonight is to not. Heute Abend muss ich mich dagegen entscheiden. Because in my 74 years of performing, I've received many wonderful Im Laufe meiner 74 Jahre als Schauspieler habe ich viele wunderbare Preise erhalten. So many of them that made my heart sore. Bei vielen war mir wehmütig ums Herz. Viele haben mich auf meine Karriere zurückblicken lassen. Und viele waren ein Grund zur Freude. But tonight, it is probably the most. Aber heute Abend erhalte ich den wahrscheinlich bedeutendsten Preis meines Lebens. Er wird überreicht von einer Chaplin an einen Lewis. A chaplain to a Lewis. What better is that? Kann es etwas Besseres geben? Sie sollen wissen, dass in all den Jahren die Fanpost des deutschen Publikums immer hier oben war. Sie haben mich immer ganz besonders behandelt. Ihnen, dem Publikum, das heute Abend diese Sendung sieht, und all den netten Menschen hier im Saal möchte ich sagen, Sie waren die Mühe wert. So very worthwhile. I thank you and God bless you.
Thank you.